Ja, schaut schon ganz gut aus. Der nächste kann losfahren. Eine große Hilfe ist immer, wenn ich einlenke, das Gas wegzunehmen. Die Vorderräder müssen immer dorthin schauen, wo ich hinfahren möchte. Achtung, mit links 50. Rechts sofort, links minus. Sofort, rechts minus 70. Vorbereitung zu einem Fahrtraining mit über 300 PS auf Schnee und Eis. Morgens um 9 im Salzburger Land. Dann, Sattel gefährdet. Ja, darf ich anfangen? Wunderschönen guten Morgen zum Winterfahrtraining mit unserer Legende, unseren Alpenmeister. Uns wirklich immer große Ehre und große Freude, dass es mit uns macht. Nein, ihr wisst alle, wir sind, oder ich zumindest, bin ein bekennender Fan von Walter. Und der Nachmittag wäre von unserer Seite aus geplant mit viel, viel Autofahren. Ich habe nicht vor, dass ich Sie zum Rennfahrer mache, sondern ich will nur, dass Sie einfach mehr Gefühl fürs Auto kriegen. Das ist das, der Hauptsinn von einem Eistraining. Kursbesichtigung. Die Kunden haben Fahrtraining beim Besten gebucht. Aber auch bei einem, der möchte gern Rallyefahrern, sagt, was Sache ist. Und da wähle ich schon eine Sprache, die also nicht fernsehleicht geht, was ich denen erzählt. Aber meistens ist es nur die einzige Möglichkeit, dass sie es begreifen. Wenn, solange du da höflich sagst, bitte, das bringt nichts. Den musst du sagen, dass er irgendwo da droben irgendwo einen Hohlraum hat anscheinend. Ne? Dann wird es besser. Das ist der Sound seines Lebens. Geboren im bayerischen Regensburg. Eltern getrennt. Aufgewachsen bei der Mutter. Der 11 Jahre ältere Bruder prägt seine Leidenschaft für Autos. Dann, kurz nach Walter Röhrls 18. Geburtstag, trifft die Familie ein Schicksalsschlag. Mein Bruder ist tödlich verunglückt, 1965. Und dann habe ich gerade einen Führerschein gemacht. Und 2 Jahre später wollte ich dann eben Rallye fahren, was natürlich ein riesen Tamtam war. Meine Mutter hat diesen Tod nie verwunden. Und als ich dann zum Rallyefahren weggefahren bin, war das jedes Mal eine Szene, als wenn ich sicher wäre, ich komme nie mehr nach Hause. Und das hat mich dann im ersten Jahr, also 1971, hatte ich ja den Vertrag bei Ford, hat mir das im Laufe des Jahres so zugesetzt, dass ich dann am Ende des Jahres gesagt habe, ich muss wieder aufhören. Es hat keinen Sinn, dieses Tamtam, wenn ich sehe, wie meine Mutter darunter leidet. Und dann bin ich halt Dezember, Januar, Februar, März, 4 Monate zu Hause gewesen. Und in diesen 4 Monaten habe ich gemerkt, ohne den Sport kann ich nicht mehr leben. 1972, die Olympia-Rallye. Von Kiel nach München. Röhrl in einem Ford Capri. Und wo ich dann vom Start vorne weggefahren bin und die alle gesagt haben, das sind Zeitfehler, haben mich immer gestrichen aus der Ergebnisliste, bis sie halt draufgekommen sind, dass immer wieder diese Startnummer 23 kommt. Und bei dieser Rallye dann habe ich dann im Laufe der Veranstaltung, ich bin leider Gottes kurz vom Ziel ausgefallen, mit Motorschaden. Und da habe ich dann in meinen Kopf gesagt, wenn das so einfach ist, dann möchte ich jetzt wissen, ob ich ein Träumer bin oder nicht. Ich möchte zeigen, dass ich der Beste auf der Welt bin. 1973. Röhrl ist jetzt Profifahrer. Sitzt in einem Opel Commodore. Seine erste Rallye Monte Carlo. In diesem Auto hat er keine Chance auf den Sieg, aber weiß jetzt ganz genau, was er will. Servus, mach's gut. Dankeschön. Bis morgen. Es gab ja zu dem Zeitpunkt keinen Rallye-Weltmeister. Da war in meinem Kopf, ich wollte einmal die Rallye Monte Carlo gewinnen. Das war für mich der Schlüssel,
dass wer da gewinnt, das ist der Beste. Das war Eis, Schnee, Asphalt, du musst alles können, sehr präzise fahren, weil kein Platz ist für Mistakes, bis sofort am Felsen, Abgrund. Also das war das ganz große Ziel. Monte Carlo, Rallye-Mekka. Vorbereitung 1980. Es sollen Reifen getestet werden und das über Weihnachten, weil der Hersteller zu spät geliefert hat. Röhl fährt für Fiat, in seinem Team Weltmeister und Monte Carlo-Sieger. Aufgrund dessen kam der Chef von Fiat am 22. Abend ins Hotel, wo wir am Turin übernachtet haben, und hat also alle bearbeitet. Wir sind am Tisch gesessen. Ja, das ist so wichtig für uns, für Fiat und den Reifen. Und so einer nach dem anderen ist umgefallen. Und ich habe gesagt, nee, ich fliege nach Hause. Und dann sagt der Walter, wenn du nach Hause fliegst, dann bist du der Einzige, der die Reifen nicht kennt. Ich war wieder mal mit meiner sehr diplomatischen Art und Weise, sage ich, ob ich die Reifen kenne oder nicht. Diese Umfaller hier, die kriegen alle 10 Minuten von mir, ob ich die Reifen kenne oder nicht. Walter Röhr, zu diesem Zeitpunkt zwar konzentriert, aber noch ohne Siegesambitionen, übernahm nach der zweiten Sonderprüfung bereits die Führung im Gesamtklassement und gewann 4 von 6 zu fahrenden Spezialetappen. Röhr, wie ist gelaufen? Sehr gut, keine Probleme, passt ganz gut so. Die große Schleife, das sind 1500 Kilometer, 2 Nächte und 1 Tag. Walter Röhrl hatte seinen Vorsprung inzwischen weiter vergrößert. Letztendlich hatte ich 80% oder 90% wirklich im Kopf. Und das Gebetbuch von Christian war nur eine Bestätigung, was ich glaubte zu wissen. Diese Passage darfst du ja nicht vergessen. Du musst genau aufpassen, dass du beim Baum ganz links außen anfasst, dann geht es rechts voll. Aber dann musst du die richtige. Und solche Sachen. Und so habe ich natürlich im Prinzip auch 25 Jahre lang gelebt, in diesem Wahn, alles zu mir zu merken, alles perfekt zu machen. Pausen kennt Röhrl nicht. Sind alle anderen ausgestiegen, geraucht, beieinander gestanden. Ich bin im Auto gesessen, habe das Gebetbuch von Christian genommen, der ist auch ausgestiegen, habe das Gebetbuch angeschaut und habe dann das Gebetbuch gelesen. Mittellinks plus, das ist da bei dem kleinen Strauch, sofort über Kuppe rechts voll. Das ist da, wo ich auf diesen Baumwipfel zufahre. Kurzum, nach 20 Minuten, ja, es geht alles los, alle anderen ins Auto, losgefahren, bumm, Röhrl, 1 Minute schneller. Ich habe das schon sehr verbissen betrieben, natürlich, die ganze Angelegenheit. Aber wie gesagt, das war das einzig Wahre, so muss es sein. Einen Tag später dann, wie üblich, das Finale über 600 Kilometer im Volksmund, hier und dort nur als Nacht der langen Messer bekannt. Ein mehr als nervöser Spitzenreiter, der eigentlich nichts mehr fürchtete, als durch einen Konzentrationsfehler um seine einmalige Chance gebracht zu werden. Das Spektakel auf Pisten und Naturtribünen ist unbeschreiblich. Hier in den Kurven und Serpentinen des Turini und des Col de la Cuyol, in denen einst Mäkinen und Altonen, Elfort und Waldegard um Zehntelsekunden gedriftet hatten, führte nun ein Mann mit mehr als 10 Minuten Vorsprung. Bei den Zuschauern war die Spannung gewichen, bei Walter Röhrl hielt sie an. Ich bin immer in meiner Laufbahn zwischen Selbstzweifel und Größenwahn. Das waren meine Motivationen. Entweder Selbstzweifel, gesagt, du bist gar nicht so gut, du musst es erst noch mal beweisen. Oder ich habe gesagt, ich bin so gut, wenn ich jetzt nicht gut bin, zerreißen sie mich alle. Also das war immer so der Druck, den ich auf mich ausgeübt habe. Zum Schluss Monte Carlo, magischer Begriff für alle Rallye-Fahrer. Walter Röhrl und seinem Co-Piloten Christian Geisdörfer gelang nach 20 Jahren wieder ein deutscher Erfolg.
Der Sieg von Röhrl Geisdörfer war der dritte deutsche Erfolg bei der Monte überhaupt. Auch Fiat hatte allen Grund zum Jubel. Der einzige Sieg dieser Marke geht auf das Jahr 1928 zurück. Ich habe leider Gottes einen Fehler. Wenn ich gewinne, habe ich 5 Minuten Freude. Wenn ich irgendwas falsch mache, bin ich 14 Tage krank. Und da, man fährt in Monte Carlo, wenn man aus den Bergen ist, oben der Ort La Turbie. Dort ist der letzte Service, wird das Auto nochmal geputzt. Und dann fährt man die 10 Kilometer runter nach Monte Carlo. Und diese Fahrt, muss ich sagen, das waren die 10 Minuten in meinem Leben, wo ich gesagt habe, ich war glücklich. 10 Minuten. Mit 10 Minuten Vorsprung gewinnt Röhrl. Die 10 Minuten, die er vor den Reifentests den Kollegen angekündigt hatte. An seiner Seite seit 3 Jahren Christian Geisdörfer. Kongenialer Beifahrer. Typisch Röhrl. Er hat sein Ziel erreicht und will im Moment des größten Triumphs seine Karriere beenden. Er sagt, spinnst du, jetzt aufhören, jetzt endlich, wo du Geld verdienen kannst. Und die Diskussion ging wirklich hart, 14 Tage lang. Und dann passierte eines, das war eine sehr intelligente Frage von Christian, sagt er, ja, du sagst, du hast alles erreicht. Aber heißt es, dass dir jetzt das Autofahren keinen Spaß mehr macht? Also, natürlich macht das Autofahren Spaß, das ist super. Er sagt, und dann sagst du jetzt hörst du auf und dann fährst du privat mit dem Auto vielleicht Rallyes und gibst dein Geld aus. Oder wie stellst du denn das vor? Das hat mich dann wiederum zum Überlegen, so, er hat recht, ich habe ja noch so eine Freude am Autofahren. Und das war dann der Schlüsselpunkt, ich sagte, nein, wir fahren natürlich weiter. Gemeinsam sind sie schnell. Gemeinsam von Sieg zu Sieg. Gemeinsam fahren sie zur Weltmeisterschaft 1980, dem ersten Titel für einen deutschen Fahrer. Der Christian hat in 11 Jahren nicht einen Fehler gemacht. Er hat sich nicht einmal verstempelt, er hat sich nicht einmal verlesen. Das war perfekt, obwohl wir menschlich 1000-prozentig unterschiedlich sind. Der Christian steigt aus, das ist ein Mensch, der das Leben genießt, der elegant ist. Ich bin ein Bauernbub und bleibe einer und das interessiert mich auch nicht. Ich habe gesagt, Sport. Christian, du kannst machen, was du willst. Morgen in der Früh um 8 Uhr musst du fit sein. Wenn du dich zweimal verliest, steigst du aus. Ist die Sache erledigt. Ganz einfach war das. Klare Ansage. Boliden auf Schleichfahrt. Walter Röhrl fährt vor. Wie immer. Am Anfang erstmal mal anschauen, wie das geht. Das ist natürlich schon sehr rutschig. Wichtig ist, wir sollten versuchen, dass wir die größte Richtungsänderung schon vorm Tor haben. Der erste bleibt mal kurz beim Start stehen. Ich klinge mich jetzt aus und nehme meine Position ein, damit wir was sehen. Es gibt 2 Fahrzustände. Das eine heißt untersteuern, das heißt, das Auto schiebt über die Vorderachse. Das zweite heißt übersteuern, das Auto rutscht hinten weg. Fahren, weg vom Gas, warten, jawohl, und dann kaputt, starten. Einlenken, Gas wegnehmen, warten, bis er lenkt. Jawohl, so gehört es, genau so ist es. Und der Nächste. Ich habe das Gefühl, dass es ganz wichtig ist, dass ich diesen Menschen einfach ein bisschen mehr Sicherheit vermitteln kann, dass wirklich letztendlich sie mit dem Auto fahren, nicht das Auto mit ihnen. Heute ist ja in der Regel 80% der Menschheit sagen, ich kaufe mir ein Auto mit allen elektronischen Helferlein, und dann brauche ich überhaupt nicht mehr aufpassen. Da kann ich auf mein Handy schauen. Die fahren heute schon teilautonom, weil sie nicht auf die Straße schauen. Deutschlands Autofahrer Nummer 1. Der Held einer ganzen Gaspedal-Generation. Kaum eine Ratgebersendung, in der er nicht zur Vorsicht mahnt. Verständlich müssen wir uns darüber klar sein, dass der Bremsweg um ein Vielfaches länger ist. Er kann bis zu 10-mal länger sein wie im Sommer. Und jeder von uns weiß, es kann hinter jeder Kurve der Schneepflug warten, der entgegenkommt. Wer gut sitzt, der gut fährt. Wir müssen darauf achten, der obere Punkt des Lenkrads ist der weitest entfernte
dass wir diesen Punkt noch voll mit der Hand umgreifen können, ohne dass wir den Kontakt zum Sitz verlieren. Röhrl wechselt zu Mercedes, testet wochenlang. Die Nobelmarke will ganz groß einsteigen im Rallye-Sport. Plötzlich machen die Stuttgarter einen Rückzieher ohne erkennbaren Grund. Der Weltmeister fährt mit Vollgas ins Aus. Herrschaften, habe ich meine Gelenke gebeugt. Dann eben Skilehrer. Eine Saison auf der Piste. Walter Röhrl kann mehr als nur schnell Auto fahren. Er ist auf Brettern fast so begnadet wie auf der Straße. Skifahren ist ein Bewegungssport, wo man einfach ein Gefühl haben muss. Und so was ich beim Skifahren gemacht habe, habe ich dann aufs Auto übertragen. Die Fachpresse nennt ihn einen Rastelli am Lenkrad, einen Magier am Volant. Man gab und gibt ihm die höchsten Prädikate, wenn es um brillante Fahrdynamik und bis an die Grenzen der Fahrphysik geht. Ob Sand oder Schlamm, ob Fels oder Asphalt. Jedes Terrain stellt nur neue Herausforderungen dar, die es zu bewältigen gilt. In meiner Zeit war ja der Rallye-Sport voll in skandinavischer Hand, Finnen und Schweden. Und für die gab es nur eins, quer ist wer. Und ich habe also dann überrissen, das kann nicht das Richtige sein. Und bin also einen ganz anderen Stil gefahren, bin also immer möglichst geradeaus gefahren. Das hat zwar unspektakulär ausgeschaut, aber wenn man auf die Uhr geschaut hat, war es doch das Schnellste. 1982. Zurück bei der Rallye Monte Carlo mit einem Opel. Das Team Röhrl-Geisdörfer ist alles andere als Favorit in diesem Jahr. Die Konkurrenz fährt ein neues, fast übermächtiges Auto. Der Audi Quattro, Vierrad statt Heckantrieb. Ein Audi kannst du einen Affen setzen, da fährt er schneller. Das hat also nichts mit den Menschen zu tun gehabt. Röhrl weiß, in seinem Opel Ascona hat er nur eine kleine Chance auf trockener Strecke. Wenn da Schnee gewesen wäre, hätte ich diese Motivation ja auch gar nicht gehabt, weil das ist einfach undenkbar. Im Morgengrauen des nächsten Tages begannen die ersten Wertungsetappen durch die Alpen auf dem Weg nach Monte Carlo. Eisspäher hatten die Überraschung längst gemeldet, die Alpen sind schneefrei. Es wird eine Trockenrallye werden. Für viele Teams stieg damit wieder die Hoffnung auf einen der vorderen Plätze gegenüber den Allrad angetriebenen Audi Quattro. Mit einem Vorsprung von 1 Minute und 44 Sekunden kommt Walter Röhrl als Führender nach Monte Carlo zurück. Die Entscheidung um den Sieg zwischen dem Opel-Piloten und Hannu Mikkola muss also während der berüchtigten Nacht der langen Messer fallen. Walter Röhrl geht als erster auf die Strecke. Gefolgt von seinem schärfsten Rivalen Hannu Mikkola. Auf diesen letzten 200 Sonderprüfungskilometern sind gute Nerven sehr gefragt. Tausende Fans in den Sonderprüfungen warten auf die große Show. Unter ihnen viele Deutsche, die ihrem Favoriten die Daumen halten. Mit der aufgehenden Sonne rollt der siegreiche Opel Ascona 400 in den Yachthafen von Monaco. Zum zweiten Mal nach 1980 gewinnt Walter Röhrl also die prestigeträchtige Rallye Monte Carlo. Ein schöner Einstand für den Regensburger im Opel-Team. Und ein wichtiger Erfolg für den Ascona 400 im Hinblick auf die Weltmeisterschaft. Ich habe dann auf Anhieb sofort schon Monte Carlo gewonnen mit Opel, was natürlich auch, wie jeder gesagt hat, das kann es nicht geben, aber das Glück des Tüchtigen. Und dann war das natürlich dieses Jahr leider Gottes auch im gezeichnet durch diesen Kampf mit der Michelle Mouton. It's new to see you like that. Yeah. Und als ich das 81er Angebot von Audi abgelehnt habe, hat sie zwei Tage später mich angerufen und gesagt, warum hast du das Angebot von Audi abgelehnt? Die haben jetzt mich angerufen. Sag ich, Michelle, an deiner Stelle würde ich das machen. Ich habe bloß keine Lust, nicht, dass ich bei denen jetzt noch vielleicht ein Jahr oder zwei die Autos entwickeln muss. Aber wenn dieser Allrad funktioniert,
ist es eine neue Welt, macht es. Ja, da habe ich halt meine eigene Konkurrentin gezüchtet. Eine Frau. En bas, tu vois rien. Rien. Et puis ça monte. Ici. Sensationell. Vorher, gerade als das Straßenspielen war. Mutig und schnell. Schneller als Röhrl. Das durfte für ihn nicht sein. Wobei die Michelle einfach eine Ausnahmeerscheinung war. Die hatte wirklich das Zeug, besser zu fahren wie alle Männer auf der Welt, bis auf einen, dummerweise. Mouton gewinnt Rennen um Rennen. In Portugal, Griechenland und Brasilien. Röhrl ist in der Gesamt-WM-Wertung nur Zweiter. Mouton will Geschichte schreiben. Eine Männerdomäne brechen. Erste Rallye-Weltmeisterin aller Zeiten werden. Im Laufe des Jahres hat sich dieser Konflikt Frauen-Männer so aufgeschaukelt, dass ich gesagt habe, wenn ich jetzt nicht gewinne, dann muss ich erzählen, ich bin Zweiter in der Weltmeisterschaft und erst ist es ein kleines Mädel aus Frankreich. Wie schaut denn das aus? Es sieht gut aus für Mouton. Mit einem Sieg bei der Rallye Elfenbeinküste hat sie den Titel. Röhrl will in Afrika eigentlich gar nicht starten, kommt dann aber doch und wird mit den Worten zitiert, eine Frau als Rallye-Weltmeisterin wäre eine Katastrophe. Bis zur letzten Prüfung führt Mouton. Aber Röhrl hetzt sie, sitzt ihr im Nacken. Noch während der Rallye erfährt sie, dass in Frankreich ihr Vater verstorben ist. Dann die Meldung. Unfall Mouton. Das Aus. Beim Überschlag ist der Fabrizio das Gebetbuch fürs Fenster rausgeflogen. Sie kamen aber auf die Räder und die Michelle ist nicht stehen geblieben, ist weitergefahren. Und dann noch 4-5 Kilometer kam nur noch so eine ganz linke Stelle. Da ist sie dann wieder rausgeflogen und dann war die Rallye entschieden. Für Michel Mouton kommt diese Chance nie wieder. Heute bereuen ist vielleicht verkehrt. Aber ich bin ein bisschen traurig darüber, dass ich da nicht reif genug war, das zu schlucken, weil es wäre so etwas Einmaliges in der Geschichte gewesen, dass eine Frau Weltmeister wird. Der Titelgewinn ist ein Sieg der besten Fahrer der Welt, des Teams Röhrl Geisdörfer und der Zuverlässigkeit ihres Autos. Dann kam ich ein Jahr später zu Lancia wieder zurück. Da war es mehr oder weniger die Hauptmotivation. Ich sollte ja 2 Jahre vorher schon zu Audi gehen, habe das damals abgelehnt und aufgrund dessen waren die mir böse. Und für mich gab es nur eins, den Audianern die Weltmeisterschaft und die Monte Carlo zu versauen. '83 in Monte Carlo heißt der größte Rivale im Audi Quattro Stig Blomqvist. Der Schwede hat aber nur einen guten Start. Zu diesem Zeitpunkt auf der Sonderprüfung 11 hatte Blomqvist die Führung bereits verloren. Und zwar an Walter Röhrl. Der kam mit dem Lancia auf Anhieb zurecht, wenn man auch manchmal Zweifel hegt, wie er in dieses niedrige Renncoupé, dem legitimen Nachfolger des legendären Stratos, überhaupt hineinpasst. Ich muss sagen, ich bin selber überrascht. Also, nachdem wir heute Nacht verhältnismäßig oft Eis und auch Schnee war, dass wir komischerweise dort so schnell waren gegenüber den Audis. Am Ende steht der dritte Sieg für Röhrl. Der Auftritt mit dem Fürsten, fast schon Routine. Hier ließ er sich immerhin blicken. Ansonsten hatten Pokale für Röhrl keinen großen Wert. Ich hasse Siegerehrungen. So war ich in 20 Jahren Motorsport bei keiner Siegerehrung der FIA in Paris. Weder, wo ich Europameister war,
wieder, wo ich Weltmeister war. Und ich war ja achtmal immer unter den ersten drei bei der Europa- oder Weltmeisterschaft. Ich hätte immer hin sollen. Und jedes Mal bin ich da nicht hingefahren, weil ich das nicht will. Und Balestre war ja damals noch der Präsident. Der hat dann schon wieder natürlich bei der Sitzung gesagt, und natürlich, der Röhrl ist wieder nicht da. Aber wie gesagt, es hat mir nichts gegeben. Also darum habe ich ja, ich habe keinen Pokal, wo ich Europameister bin. Ich habe keinen Pokal, wo ich Weltmeister bin. Will ich auch nicht. Ich habe vier Pokale in Monte Carlo. Quattro, tre, due, uno, vier. Nummer 4, 1984. Jetzt im Audi Quattro. Der Hersteller hatte eingesehen, dass es doch einfacher ist, mit als gegen Röhrl zu fahren. Erstmals konnte man Turboautos richtig einsetzen, weil man die Möglichkeit hatte, die viele Kraft zu übertragen. Allerdings war es für mich natürlich eine unheimliche Umstellung, denn der Fahrstil musste ich vollkommen umstellen. Diese Kraftverteilung 50-50 Vorderachse, Hinterachse hat das Auto sehr schlecht lenkbar gemacht. Und so musste man mit ganz anderen Maßnahmen versuchen, das Auto zum Lenken zu bringen. Musste man, indem man mit dem linken Fuß bremst und diesen Moment, wo man das Gas wegnimmt, mehr Gewicht auf die Vorderachse zu bringen, musste man ausnutzen, um das Auto lenkbar zu machen. Der vierte Sieg beim vierten Start im vierten Auto. Das hat vor und nach ihm kein Fahrer geschafft. Seinem Teamkollegen Blomqvist bleibt wieder nur Platz 2. 1987 endet die Ära der PS-starken Gruppe B-Wagen. Das neue Reglement verlangt Gruppe A-Autos. Seriennahe, deutlich weniger Kraft und Geschwindigkeit. Röhrl hört auf. Herrschaften, mit dem Auto schlafen mir die Füße ein. Das hat nichts mit Rallye-Fahren zu tun. Ich entwickle lieber Rennautos. Da habe ich 600-700 PS. Da kann ich mein Gefühl noch einsetzen. Aber mit den Gruppe A-Autos, das ist nichts mehr für mich. Am 11. Juli 1987 schreibt Röhrl noch einmal Geschichte. Das Rennen auf den 4.301 Meter hohen Pikes Peak in den USA. Knapp 20 Kilometer Strecke mit 156 Kurven. Röhrl gewinnt in einer Fabelzeit von 10 Minuten, 47 Sekunden und 85 Hundertstel. Er pulverisiert den bisherigen Rekord, ist wieder mal über 20 Sekunden schneller. Röhrl entwickelt Tourenwagen und soll sie dann auch besser gleich selber fahren. Mit Erfolg, aber ohne Freude. Die Leidenschaft des Rallye-Fahrens konnte ich beim Rennenfahren nie entdecken. Auch wenn er wieder einer der schnellsten ist. Mit anderen auf Asphalt im Kreis fahren ist nicht sein Ding. 1992 steigt Röhrl aus. Macht Schluss mit dem Rennfahren. Beim Fahrsicherheitstraining halten sich alle zurück. Die Kunden fahren sauber und vorsichtig. Ja, schon mal richtig. Da war schon ein bisschen Dynamik dahinter, von einem Drift in den nächsten. Der nächste kann losfahren. Mancher würde sicher gern mal Vollgas geben, aber nicht unter den Augen von Walter Röhrl. And lift off, yeah, then you get the car oversteering. That's okay. Sicher fahren auf Schnee und Eis ist viel wert. Deutschlands Autofahrer-Ikone persönlich treffen, fast noch wichtiger. Seit Jahren ist Röhrl im Einsatz für einen Sportwagenhersteller. Bis heute testet er die Modelle, bevor sie auf den Markt kommen. Entwicklungsingenieure versuchen auch möglichst lange es zu vermeiden, dass ich ins Auto einsteige, weil sie Angst haben, dass ich sie zerreiße vorher. Aber letztendlich, irgendwann kommt der Tag und dann muss er Farbe bekennen, da hilft alles nichts. Das ist mein großes Problem, dass ich einer bin, der das Wort Diplomatie gibt es nicht in meinem Wortschatz. Ich verwechsel Diplomatie immer mit Falschheit. Also ich muss immer sagen, was ich mir denke. Ist zwar nicht ganz leicht, aber letztendlich, nachdem ich jetzt schon ein reichliches Alter habe, glaube ich, war der einzig richtige Weg. Eine Jury aus 100 Motorsport-Experten wählte Walter Röhrl zum besten Rallye-Fahrer aller Zeiten. Für die meisten ist und bleibt er einfach
Deutschlands Autofahrer Nummer 1.